So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 19. Und wir müssten jetzt auch mittlerweile 2019 haben. Ja, deshalb nochmal ein gesundes Neues, falls ich das noch nicht in den vorhergehenden Folgen gesagt habe. Ich wollte, glaube, von hier hinten vom Feld 17 Silagerollen abholen. Deshalb schauen wir mal kurz, wo wir einen Traktor haben. Da drüben ist er doch. Ich habe sogar schon einen Hänger angehängt. Das ist ja fantastisch. So. Na, fahren wir mal schnell hinter. Ups, Entschuldigung, Auto. Entschuldigung. Naja, Silvester ist nicht so lang her. Ich bin vielleicht ein wenig angetrunken. So, ganz kurz. Ausfahren. Schnappen. Die Rollen von der Straße wegholen. So. Ups. Hat sich das Schild wohl ein wenig verhängt gehabt. Doch etwas unebener die Gegend, als es erstmal den Anschein hat. So, eine Rolle brauchen wir noch. Oh Gott, oh Gott. Immer dieser Alkohol. So. Einklappen und dann ab zur Scheune. So, ich bin noch in Vorproduktion, also bei mir ist noch 2018. Ich glaube, das könnt ihr verstehen, dass niemand so Silvester arbeiten möchte. Wobei das ja keine Arbeit in dem Sinne ist, sondern alles nur Spaß am Spiel. Lalala, da ist auch schon die Scheune. So, Z und nochmal Z. Dann sollten wir ein wenig Geld bekommen. Die letzten Rollen noch holen, die sollten wir einer Ladung bequem wegbekommen. Da können wir dann auch gleich wieder etwas von unserem Kredit zurückzahlen, den ich ja aufgenommen hatte, um das Feld mir zu kaufen oder die Parzelle. Haben wir schon mal aus.
Schwupps. Bleib stehen. So. Ah, musstest du dich verhaken. Okay, komm. Das passt hier sogar so. Schaffen wir den? Jawohl. So, bleiben wir erstmal auf dem Feldweg. So, abbremsen. Bleib stehen. Na. So. Eine Rolle noch. Haben wir hier eine zufällig? Ich glaube fast nein, oder? Nein. Na gut, dann einklappen und zur Scheune. Ups. Müssen wir mal schauen, wie weit unsere Felder sind. Aber ich denke, da muss ich aktuell noch nichts machen. Wir hatten ja in den letzten Folgen so Unkraut per komisches Rupfrechen Haken Dings da betrieben. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Streicher? Irgendwas mit Streichen war es, glaube ich. So. Striegel. Es war ein Striegel. Ui. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Verdammt. So, fahren wir mal ein bisschen langsamer. Es kann sein, dass ich dann nachher auf dem Sojafeld nochmal Dünger streuen muss. Bin ich mir nicht ganz sicher. Wobei, da fahre ich einfach mal schnell hin. Gucke ich mal kurz aufs Feld. So. Aussteigen. Jawohl. Nur 50%. Blaues kleines Auto, wart mal, ich muss hier schnell auf die Straße. Jungs, ich hab Vorfahrt. Meine Fresse. Ich war überzeugt, dass ich Vorfahrt hätte. Gut, zurück auf den Hof. Den Hänger brauchen wir jetzt nicht mehr. Hundi, Vorsicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Ach Gott. Verdammt, rückwärts einparken hier. Hänger, du bleibst jetzt hier stehen, einfach so. Gut, schauen wir mal schnell durch. Aufträge habe ich aktuell keine angenommen, nein. Angepflanzt ist.
Ist noch im Wachstum, ist noch im Wachstum hier in der nächsten Stufe dann nochmal Dünger drauf. Unkraut haben wir keins. Gedüngt ist hier zweimal, hier nur einmal. Gut, ansonsten war's das. Dann zahlen wir mal ganz kurz ein bisschen Kredit zurück. 435.000 Miese. So, 405.000 Miese. Unkraut bekämpfen mit einem Striegel. Ballen pressen. Düngern. Spritzen. Unkrautvernichter. Nee. Machen wir nicht. Säen, Weizen. Weizen säen auf Feld 6. Ist das große? Gut, machen wir mal. Dann nehmen wir aber auch gleich die Riesenmaschinen, die die uns bezahlen. Geht aber von unserem Gewinn ab. So, zurück. Dann müsste ich nur wissen, wie ich was anzuhängen habe. Gut, probieren wir mal. Probieren wir mal so rum. So, ist da noch eine Anhängerkupplung dran? Sieht irgendwie so ein bisschen danach aus. Muss ich Saatgut kaufen? Sämaschine senken. Saat wählen. Raps. Weizen. Okay, ich habe kein Saatgut drin. Wenn ich aber meinen Helfer das machen lasse, sollte das egal sein. Oh Gott, ist das ein langer Zug? Da schauen wir einfach nur unserem Helfer zu, wie der die Arbeit macht. Bei mir braucht er selber auch kein Saatgut für. Oh, ist das ein Gespann? Wow, wow, wow! Du blödes Auto, geh weg! Hilfe! Fahr, du blödes Auto. Meine Fresse.
Sollte ich die Rundumleuchte anmachen? Abdeckung öffnen. Abdeckung bitte schließen wieder. So, Feld Nummer 6. Ich glaube, da musste ich immer hier gerade rüber. Also wir haben als Saatweizen angewählt. Wir hoffen einfach, unser Angestellte weiß, was er dann zu tun hat. Bin ich mal gespannt. Hammer, wie groß das Teil ist. So. So, wenn ich jetzt Helfer drücke. Siehst du mir bitte Weizen da? Ich bring mal ganz kurz vom Fahrzeug und schau mal auf Weizen. Okay, sehr gut. Ich bin zufrieden mit dir, lieber Helfer. Oder Helferin, ich steig mal mit ein, so. Ist ja jede Menge Platz in dem Fahrzeug. Oh, da geht aber ganz schön meine Kohle runter, wenn der Helfer das Saatgut kauft. Naja, gut. Das ist schon eine krasse Arbeitsbreite. Da geht rapide das Geld runter. Meine Fresse. Okay, da gucke ich mal, ob ich vielleicht bei mir mittlerweile düngen kann. Nee. Okay, eine Bahn hast du gezogen. Wie viel Prozent wären das? 10%. Puh. Okay, also sehen kostet ja mal richtig Geld. Ich glaube, ich hatte vorher um die 30.000, 3.000 irgendwas. Liegt es daran, dass die Maschine schon ein paar Stündchen in Betrieb war? Schauen, wie viel Geld wir noch haben, wenn der die nächste Bahn gezogen hat. Das wundert sich schon wieder weg. Puh. Aber da bleibt echt nicht so viel von dem Gewinn übrig. Ja, ich würde sagen, Ende für diese Folge. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.